Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf Soundless Driving. Mein Name ist Thorsten Ludwig und ich begrüße euch zu einem neuen Video mit dem Clickbait-Titel Elektromobilität macht sowieso keinen Sinn. Elektromobilität wird sich nicht durchsetzen. Oder Elektromobilität ist eh nur was für morgen. Ich weiß noch nicht genau, welchen Titel ich nehmen werde, aber ich begrüße euch dennoch hier recht herzlich auf diesem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich möchte mich auch bei euch mal bedanken, denn die Kommentare in den letzten Monaten, muss man fast sagen, sind wirklich nicht ausschließlich positiv, das will ich nicht sagen, aber sehr konstruktiv. Es wird kaum noch gebasht. Ich blende euch mal ein, wie das bei YouTube so aussieht. Da gibt es also eine Seite mit den ganzen Kommentaren und da gibt es dann eine Information, was wahrscheinlich Spam ist oder was zur Prüfung aussteht. Das ist dann das, was wir YouTuber checken müssen. Manchmal verirren sich dort auch einige Kommentare. Die holen wir dann da natürlich sicherlich alle wieder raus. Und manchmal gibt es aber auch Kommentare, die ganz, ganz böse Wörter enthalten. Und dann kommen die in den Spam-Ordner automatisch von YouTube. Ich gucke mir das natürlich dann selber an und entscheide, ob ich diesen Artikel freischalten lasse oder erscheinen lasse oder nicht. Und weil ich so hoch erfreut bin über die konstruktiven Kommentare, zu einem komme ich jetzt gleich mal ganz explizit, möchte ich am Ende des Videos euch noch etwas Kleines zukommen lassen. Ich hoffe, dass euch das freut. Und zwar hat der Zuschauer Rainer Schischke, vielen Dank Rainer, du kommentierst wirklich sehr, sehr interessant, sehr ausgiebig, dafür bedanke ich mich. Und du packst auch immer ganz interessante Links in deine Kommentare. Einen Link habe ich mal aufgegriffen und zwar ging es dort um die, oder es geht dort um die kanarische Insel Hierro. Das ist zwar ein Bericht, der ist schon einige Jahre alt, er ist von 2014, aber hochinteressant. Die kanarische Insel El Hierro ist als erstes Eiland der Welt energieautark. Ein Windwasserkraftwerk versorgt die 10.000 Einwohner bis 2020. Wir haben heute 2019, will die Insel Hierro komplett emissionsfrei sein. Da werde ich mal etwas weiter recherchieren. Ich habe noch ein bisschen gelesen. Höchst interessant. Sie sind also ihrem Ziel recht nahe. Ich schaue eben übrigens immer hier unten runter, weil da ist mein Rechner. Das, was ich jetzt gleich hier berichten möchte, lese ich in erster Linie vor. Das ist ein ganz tolles Beispiel, mit der die spanische Insel El Hierro dort vorangeht. Es werden also nur noch Elektroautos zugelassen, man nutzt den Passatwind, man nutzt Wasserkraftwerke, also hochinteressant. Den Artikel, selbst wenn er schon ein bisschen alt ist, den verlinke ich auch. Vielen Dank, Rainer. Und jetzt kommt es zu dem Thema Elektromobilität macht sowieso keinen Sinn oder noch keinen Sinn und außerdem kann ich nicht laden und wie soll das alles werden? Das ist ja auch das, was uns häufig in den Kommentaren, ich will nicht sagen vorgeworfen wird, aber was häufig genannt wird, ist, ich kann bei mir nicht laden. Und wie geht das, wie ist es mit Lade? Wie ist die Ladesäuleninfrastruktur in Deutschland? Und wenn man sich mal damit beschäftigt, dann kommt Folgendes zutage. Das, was ich jetzt vorlese, sind nur ein paar Artikel. Es ist nicht alles. Ich muss auch irgendwann mal wieder arbeiten. Aber es sind Informationen aus dem August 2019. Und zwar veröffentlicht die BayWa am 28.08.2019. BayWa nimmt 4 Hochleistungsladesäulen im Münchner Arabella Park in Betrieb. Geballte Ladekapazität in der Arabellastraße 4 auf dem Gelände ihrer Konzernzentrale hat die BayWa 4 Schnellladesäulen für das Laden von Elektroauto installiert und in Betrieb genommen. Die Hochleistungsladesäulen verfügen über eine Kapazität von jeweils 150 Kilowatt. Damit kann beispielsweise ein Audi e-tron in knapp 40 Minuten nahezu vollgeladen werden. Dass keiner sein Elektroauto von leer noch voll lädt, ich glaube, das dürfte mittlerweile jedem klar sein. Das heißt, innerhalb von 15 Minuten, 20 Minuten habe ich hier schon wieder so viel Juice im Akku, dass ich ohne weiteres weiterfahren kann. Das war die BayWa. Dann haben wir
den Wochenanzeiger, den Münchner Wochenanzeiger. Also im Dezember 2019 gehen 3 Elektrobusse beim MVV in Betrieb. Elektrobusse sind zwar in der Anschaffung deutlich teurer als konventionelle Busse, doch investieren wir damit in die Zukunft. Jeder Bus hat eine Batteriespeicherkapazität von 240 kW und damit eine Reichweite von bis zu 240 Kilometern. Wenn ich das richtig interpretiere, es gibt noch einen anderen Artikel dazu, dann können tagsüber an diesen Ladestationen auch Privatautos laden. Das ist in der Nähe von der Autobahn, von der Ostumfahrung der A99. Also Urlauber können dort tagsüber zum Beispiel auch laden und abends gehen dann eben die Betriebsbusse ans Ladekabel. Dann haben wir vom 27.08.2019 Wirecard und Emonvia treiben mit Charge at Work die Digitalisierung der E-Mobilität voran. Zusammen planen die Unternehmen, mehrere tausend Ladestationen zu digitalisieren. Wirecard, das ist ja der führende Innovationstreiber für die digitale Finanztechnologie, auch aus München übrigens, und Emonvia, das heißt Joint Venture, unter anderem einer der größten deutschen Energieversorger, der Energie AG, also N-Energy, das ist Nürnberger Energieversorger. Im Rahmen der Zusammenarbeit wickelt Wirecard sämtliche Zahlungen ab und übernimmt die Abrechnung der Auszahlung der Betreiber der entsprechenden Ladesäulen. Also auch da tut sich was. E-Mobility ist einer der größten Trends der nächsten Jahre. Bis 2025 soll sich der Markt verzehnfachen. Auch nicht schlecht. Wir haben jetzt 2019. Also in 4,5 bis 5 Jahren. Eine geplante Stromtankstelle in Waldkraiburg finanziert sich durch Werbung. Waldkraiburg, wen interessiert Waldkraiburg? Ja, Waldkraiburg ist für uns gar nicht so uninteressant, denn in Waldkraiburg haben wir unseren Logistiker und in Waldkraiburg lagern wir unsere Ware, die dann in die ganze Welt versendet wird, die Barfußschuhe von Soulrunner. Und dort wird also auch jetzt eine Stromtankstelle geplant. Dann haben wir vom 29. August 2019, wo Elektroautos Energie tanken, und zwar in Eckernförde. Eckernförde rüstet aus. In Eckernförde wurde die erste gewerbliche Stromtankstelle bei Familia und Markant eröffnet. Also auch ganz interessant, neben Aldi, Lidl und Kaufland, die ja überall Elektro-Stromtankstellen aufstellen, nur bei uns nicht. Ist jetzt also auch Familia und Markant, kenne ich nicht, ist vielleicht ein örtlicher Supermarkt oder so, mit einer Elektro-Stromtankstelle ausgestattet. Das berichtet die Eckernförder Zeitung. Die Schwäbische Zeitung aus Ravensburg berichtet am 25. August. E-Mobilität, neue Ladesäule in der Weststadt in Betrieb. Mit einer neuen Ladestation in der Weststadt wird Fahrern von Elektroauto in Ravensburg in Zukunft mehr Service geboten. Ab sofort können diese Fahrzeuge an einer von den technischen Werken Schussental aufgestellten Ladestation in der Mitte-Löschstraße 7 mit elektrischer Energie versorgen. Die Ladestation verfügt über 2 Typ 2 Ladeanschlüsse von jeweils 22 kW. Weitere Lademöglichkeiten bereitet TWS derzeit Schritt für Schritt vor. Insgesamt plane das Unternehmen über 70 weitere Ladepunkte an öffentlich zugänglichen Orten. Dann schreibt am 26.08.2019 der Achimer Kurier, Achim ist doch irgendwo in Norddeutschland oben, gehört wohl zum Weser-Kurier, ja. Nach der Errichtung 2 Stromtankstellen in Achim können E-Autos nun auch in Euthen mit Strom getankt werden. Standort ist der Parkplatz der Bäckerei Sam Urban Food und an der Rosa-Luxemburg-Straße. Weitere Ladesäulen im Ortskern denkbar, sagt Bürgermeister Manfred Cordes. Dann haben wir hier Bremen. Bremen, es gibt doch auch irgendeinen YouTuber in Bremen. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber da gibt es einen YouTuber in Bremen. Wir sehen uns, Dennis, demnächst, habe ich, glaube ich, mitbekommen. So, Bremen elektrisch, so klappt es mit der E-Mobilität. Bis Ende 2020 soll es im Stadtgebiet 480 öffentliche Ladepunkte für die Elektromobilität geben. 480 öffentliche zugängliche Ladepunkte der Elektromobilität. Wahnsinn.
So, dann geht es weiter mit der Nürtinger Zeitung vom 30. August 2019. In 5 Minuten an der E-Tankstelle. Nürtinger Stadtwerke erweitern ihr Netz an Ladestationen. Oberbürgermeister Johannes Friedrich weiht Ladesäulen ein. Für Nürtinger Stadtwerke Geschäftsführer Volkmar Klauser gehört es dazu, dem Thema E-Mobilität dabei zu sein. Rababababababa. 2013 wurde die ersten Stationen in der Region eingerichtet. Jetzt kommen 7 dazu. Nürtinger Zeitung in 5 Minuten an der E-Tankstelle vom 21.08.2019. Dann haben wir NWZ Online. NWZ Online. Gibt es hier ein Datum? 16.08.2019. So viel Greta steckt im Land. Kreis. Über Klimaschutz wird derzeit viel geredet. Was hat der Landkreis Ammerland in diesem Bereich zu tun? Elektroauto, Stromtankstellen, Ausbau des Radwegenetzes. Es gibt etliche Projekte im Westerstädter Kreishaus. Seit 2015 gibt es vor dem Kreishaus 2 öffentliche Ladesäulen. Die Zahl der Ladevorgänge hat sich bis zum letzten Jahr verfünffacht. Für manche Mitarbeiter waren die Säulen auch ein Grund, auf E-Autos und Hybride umzusteigen. Vom 27. August 2019 3 neue Elektroautos für den Fuhrpark der Kreisverwaltung. Auf dem Parkplatz des Kreishauses in der Moltke Straße 12 stehen 2 Stromtankstellen für die allgemeine Nutzung zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es auch für E-Bikes 2 Ladesäulen. Dann haben wir am 30. August 2019 schrieb man, in Adelsheim entsteht die erste Stromtankstelle. Fundamente für die erste Stromtankstelle in Adelsheim werden derzeit auf dem Rossparkplatz gelegt. Dann schreibt, was ist das hier? Amrum News schreibt am 17. August 2019, Strom von Föhr spendiert Ökostrom für neue Ladestationen. Amrum macht mobil mit 4 öffentlichen E-Ladestationen. Mit je 2 E-Ladepunkten, also haben wir insgesamt 8, wird das Fahren von Elektroautos auf der Nordseeinsel noch attraktiver. Der Ökostrom kommt gratis von Föhr. Soweit in Amrum. So, der Westerwald Kurier schreibt am 11.08.2019, im Westerwald wächst das Netz an Ladesäulen für Elektroautos. Zwar finden etwa 80% der Ladevorgänge in der eigenen Garage statt, aber für eine breite Akzeptanz des Thema E-Mobilität wird bei den Autofahrern ein öffentliches Ladenetz notwendig. Dann haben wir hier den Münchner Merkur, 4.08.2019. Netz der Stromtankstellen wird dichter. Das Bayernwerk hat für die Gemeinde Herbertshausen einige neue Stromtankstellen installiert. Seit Mitte Juli können Elektromobilisten ihre Fahrzeuge auch in Herbertshausen, am Rathaus, beim Sportheim der Sportvereinigung Herbertshausen, an der Bürgermeister-Rabel-Straße in Walpertshofen und am S-Bahnhofplatz und in Ampermoching am Sportheim an der Alternstraße aufladen. Und dann habe ich noch eine Information von 24matin.de. Zahl der öffentlichen Ladepunkte für E-Autos um 50% gestiegen. Das berichtet die AFP. Die Zahl der öffentlichen Stromtankstellen für E-Autos sind in den vergangenen 12 Monaten um mehr als 50% gestiegen, und zwar damit auf 20.650 öffentliche Ladepunkte in Deutschland, wie der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft am Mittwoch in Berlin mitteilte. Das ist eine ganze Menge, und ich kann nur jedem empfehlen, schaut mal bei Going Electric rein, schaut mal in euer Gebiet, da könnt ihr wirklich reingehen bis in die einzelne Straße. Es gibt genügend Ladestationen. Natürlich gibt es immer noch weiße Flecken, wie zum Beispiel hier am Ammersee. Wir haben gerade mal eine. Aber, na gut, wenn ich die 4 kW mitzähle, in diesen haben wir 2. Aber wenn ich die beiden mitzähle, die nicht genutzt werden können, haben wir 4. Aber de facto haben wir eine Schnellladesäule und eine 4 kW Ladesäule. Da hänge ich manchmal dran. Und das war's. Auch da kann noch viel getan werden. Ähnlich sieht es in Starnberg aus. Weilheim gibt es natürlich auch, aber ich verstehe schon, es ist nervig, wenn ihr 20 Kilometer von einer Ladestation weg wohnt und sagt, ach, ich muss noch mal eben laden, dann hängt man sich da eine halbe Stunde dran, und ach, es ist schon blöd, das stimmt. Aber es wächst und wächst und wächst und wächst, und wir wollen ja positiv in die Zukunft gucken und nicht über die negativen Sachen reden. Es passiert was. Es geht voran, und das finde ich ganz toll. Was ich auch ganz toll finde, hier gibt es ein Magazin für Ammersee, Amper und Lech. Und zwar ist das dieses Magazin, und auf der Rückseite, deswegen zeige ich es euch, eine ganze Seite Werbung für den Audi e-tron. Das finde ich eine gute Sache. Und wo wir gerade bei Magazinen sind, hier habe ich noch ein Magazin, und zwar das
T-Magazin, das demnächst ja etwas anders heißen wird. Ihr habt es eventuell schon mitgekriegt. Und jetzt mache ich euch folgendes Angebot. Ich weiß, dass es sehr viele Zuschauer unter meinen Zuschauern gibt. Sagt man das so? Egal. Ich weiß, dass es auf meinem Kanal sehr viele Zuschauer gibt, die auch gerade dabei sind, sich für Elektromobilität zu interessieren, die vielleicht noch kein Elektroauto haben, die vielleicht kurz davor stehen, sich ein Elektroauto zu kaufen. Und es gibt natürlich auch jede Menge Elektroautofahrer, die vielleicht so etwas noch gar nicht gelesen haben. Also, ich versende 20 von diesen Magazinen zu meinen Kosten an die ersten 20, die mir ihre Adresse schicken. Die E-Mail-Adresse, an die ihr das schicken könnt, ist info@soundlessdriving.de. Schreibt mir, wenn ihr so ein Magazin haben wollt, mehr nicht. Einfach vielleicht noch einen netten Gruß, freue ich mich. Und ich schicke euch dann dieses T-Magazin zu. Die ersten 20 bekommen das von mir kostenlos. Ihr findet auch unten nochmal in der Infobox die E-Mail-Adresse. Also wenn die ersten 20 erreicht sind, dann werde ich das oben anpinnen als ersten Kommentar. Und dann macht es auch keinen Sinn mehr, ein E-Mail zu schreiben bezüglich des T-Magazins. Also 20 mal T-Magazin kostenlos versendet von Soundless Driving an dich oder an dich oder an dich. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus, ciao.